Wir befinden uns hier in den Räumlichkeiten von AV Projects in Zürich in der Ausstellung In Gedanken sofern der iranischen Künstlerin Mona Hakimi Schüler. Und ich würde dich sehr gerne fragen zu deinen Werken, wie bist du überhaupt auf die Kunst gekommen? Also ich habe mit Malerei schon seit meiner Kindheit angefangen, mit 12, 13. Dann nach einem Studium in Physik im Iran bin ich nach Deutschland gekommen und habe hier Kunstpädagogik studiert und danach gleich als freischaffende Künstlerin angefangen zu arbeiten. Mhm. Und also du benutzt ja hauptsächlich Collagen. Also in den Werken, die ich hier ausstelle, die sind hauptsächlich Collagen. Ja. Ja. Wieso hast du ausgerechnet diese Technik für dich entdeckt? Also Technik ist für mich eigentlich keine festgelegte Sache. Also ich fange immer ein Projekt an. Das ist erstmal das Konzept, das Wichtigste, das Ausgangspunkt. Und dann gucke ich mir an, okay, welches Medium passt am besten, um dieses Projekt zu realisieren, mhm. dieses Konzept zu realisieren. Und ich muss zugeben, dass Malerei und Zeichnung sind zwei sehr elementare Medien, die ich immer verwendet habe. Das heißt, ich nutze auch Installationen, Objekten. Auch wenn ich aber Installationen mache, ist Malerei ein Teil davon. Und Collagen sind für mich, also zum Collagentechnik bin ich gekommen, als ich studierte noch, habe ich sehr viel experimentiert mit Collagen. Und da habe ich auch versucht, auch als eine Erweiterung von Malerei, das war für mich wie eine Erweiterung von Malerei und habe ich das immer mit Malerei kombiniert. Das heißt, wenn ich Collage mache, ist niemals eine reine Collage, die man verschiedene Fotos oder verschiedene Papier nimmt und klebt und das ist dann eine komplette Collagenarbeit. Es ist immer kombiniert mit Malerei, also ich male auch darauf. Also insofern ist für mich vielleicht immer noch Collagenbilder. Mhm. Die ich auch hier ausstelle. Und ich muss auch sagen, die Materialien in dieser Collagen, die sind auch unterschiedliche Materialien. Einige Flaggen aus dem Iran, die ich im Bazar kaufe. Es gibt auch in diesem Bild zum Beispiel Leichentücher, aber es gibt auch ganz normale Stoffe, die ich hier in Deutschland besorge. Und inhaltlich will ich nicht so viel Wert darauf legen. Also sowohl, wenn man die Texte auch liest oder so, das ist für mich Collage eher als ein formales Element, das würde ich sagen. Das heißt, ich will nicht so inhaltlich Wert darauf legen, dass ich sage, ja, der Inhalt des Bildes ist zum Teil in Collagen drin. Es ist nur formal. Mhm. Also meistens formal. Ja, okay. Und dann kommen wir gleich zum inhaltlichen Aspekt deiner Werke. Also du benutzt ja eine Symbolsprache, ist das als Ausdrucksform für dich, als künstlerische Ausdrucksform für dich gewählt. Wieso Symbolsprache? Wie bist du darauf gekommen? Also ich war immer inspiriert durch alte persische Miniaturen. Also ich finde sie also sehr interessant. Für mich ist sie Höhepunkt der iranischen Kunstgeschichte, mindestens für mich. Und ich habe mich sehr, sehr viel damit beschäftigt, weil leider im Iran, als ich da in der Schule war, wir haben nicht so viel darüber nicht so viel mitbekommen. Also es war nicht so viel Wert darauf gelegt, also im Gegensatz zur Kalligrafie zum Beispiel. Und oft, als ich nach Deutschland kam, habe ich auch oft gehört, dass man sagt zum Beispiel, da die islamischen Kulturen haben keine Bilder. Und da habe ich durch eine Ausstellung bin sehr aufmerksam geworden auf diese Miniaturen von 15. 16. Jahrhundert. Und die sind wunderbare, wunderbare Bilder, wirklich, in kleinen Formaten. Und da habe ich immer das Interesse gehabt an das, was sie damals gemalt haben. Und die haben sich, die Künstler damals oft, sich mit einem Buch des Königen, Schachname, beschäftigt. Und die haben, oder Kelle und Demne, also die alte Literaturbücher, die haben das illustriert. Und dann habe ich einfach die Symbole da gefunden, einfach, muss ich auch so sagen. Und da habe ich auch versucht, immer diese Symbole weiter zu verwenden und die in einen neuen Kontext zu bringen. Das heißt, das sieht man zum Beispiel an meinen Zeichnungen am besten, wo ich ein bestimmtes Element aus diesen Miniaturen genommen habe und einfach auf eine Szene in Teheraner Straße oder in meiner Wohnung anderswo verwendet habe. Und da in neue Kontext gebracht habe, im Grunde genommen. Und da kommen einfach
hauptsächlich diese Symbole, diese Figuren kommen aus diesen Miniaturen. Aber natürlich ändere ich sie und ja, das Pferd zum Beispiel hier, vielleicht ist nicht schlecht, das zu erklären. Das war zum Beispiel ein Symbol als Schachname. Rachsch, Pferd war Pferd eines Heldes, der Iran in viele Kämpfe gerettet hat. Und der kam ums Leben in einem Kampf. Und das habe ich als ein Symbol genommen und in einige Bilder kommt er immer vor, dass dieser Rachsch, dieser Pferd eine Rolle spielt. Aber es gibt auch Symbole, die nicht unbedingt eine mythologische Bedeutung haben. Es sind persönliche Symbole oder einfach die Symbole, die aus Miniaturen sind, aber nicht so eine Rolle wie Rachsch haben in dieser Geschichte. Das sind ganz unterschiedliche. Und inhaltlich kann ich auch sagen, die sind auch meine eigenen Erinnerungen und Erfahrungen, die in Bildern eine Rolle spielen. Also die sind eigentlich die Traumwelten. Ich versuche, die verschiedenen Elemente zusammenzubringen. Eine Seite sind diese Symbole aus der persischen Miniatur, die zum Teil mythologische Bedeutung haben. Andere Seite sind meine eigene Geschichte, meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Erinnerungen und auch, was heutzutage im Iran passiert. Und ich bringe diese drei Elemente, durch diese drei Elemente, diese drei Ebenen, versuche ich eine neue Geschichte zu erzählen. Und die sind natürlich auch ein völlig neuer Kontext und auch sehr unterschiedlich interpretierbar, je nachdem, wie weit man, je nachdem, wie viel die Betrachter über diese Kultur weiß. Und es hängt immer davon ab, auch ja, wie weit der Betrachter das auch selber interpretieren kann. Das ist einfach nicht festgelegt, eine bestimmte Geschichte daraus zu lesen. Und das kann sehr unterschiedlich gelesen werden oder interpretiert werden. Okay. Vielen Dank für die sehr spannende Einführung zu deinen Werken. Ich bedanke mich.